Hey! Okay, heute kommt es zum zweiten Teil des Ausbaus, vierter Teil dieser Videoreihe. Ich habe hier mein Bett quasi schon fertig. Und jetzt habe ich mir tatsächlich Folie geholt für 10 Euro. Und wurde mir alle haben mir komplett abgeraten, da kriegst du nur Falten rein und das kannst du gar nicht so gut anbringen. Ja, ich habe es trotzdem getan. Ich verlinke euch die Folie unten, die ich genommen habe, weil selbst wenn Falten reinkommen, drauf geschissen, das ist mir total egal. Für mich ist wichtig, dass man nicht auf den ersten Blick reingucken kann, weil ich halt überall schlafe und viele besorgte Mitbürger dann einen Hippie wählen, der in ihren Vorgarten pinkelt. Und ja, entsprechend möchte ich es einfach blickdicht haben von außen. Und das ist die erste Schicht. Danach, man kann ja abends trotzdem noch reinschauen, mache ich noch eine andere Sache. Keine Ahnung was, kommt dann wahrscheinlich im nächsten Video. So, ich habe mir also die billigste Folie geholt. Dann, es ist jetzt recht kühl, das ist nicht so anzuraten, sagt man zumindest. Wenn man so eine Folie installieren würde, sollte es eher warm sein, ist es nicht. Aber naja, es sollte auch nicht so windig sein, es ist recht windig, aber naja, es sollte trocken sein. Hin und wieder kommt mal hier ein Tropfen runter, naja. Man sollte möglichst jemanden dabei haben, der erfahren ist damit. Ich habe noch nie eine Folie angebracht oder noch nie dergleichen getan. Aber naja, das ist sozusagen Worst Case. Das heißt, jeder, der das Video anschaut, der weiß, ja, das, was ich jetzt hier mache mit dieser billigen Folie. Ich habe auch keine eine Applikationsflüssigkeit oder sowas. Ich habe tatsächlich einfach nur Wasser genommen und einen Tropfen Spülmittel reingetan. Und das war's. Und ja, und das war's. Und jetzt fange ich einfach an. Ich werde das jetzt einfach abfilmen. Und das Prinzip, ich habe natürlich YouTube-Videos angeschaut. Ne? Also Prinzip ist folgendes. Fenster von innen und außen komplett reinigen. Danach. Fängt schon an. Was war danach? Ach ja, genau. Danach die Scheibe außen einsprühen mit der Applikationsflüssigkeit, das heißt mit Wasser, mit einem Tropfen Spüli und die Folie dran machen und grob zuschneiden. Da fällt mir gerade ein, ich habe die Schere vergessen. Aber ich habe, glaube ich, die Messer mit. Naja, egal. Also die Folie grob zuschneiden, danach die Folie, ich glaube die Folie dann komplett schneiden. Dann halt gucken, schauen und beobachten. Schauen und beobachten und intuitiv genau das Richtige machen. Und irgendwann macht man die dann innen dran, sprüht das wieder ein, macht die innen dran, zieht die Folie ab oder zieht die vorher ab. Und ich schaue mir noch mal ein YouTube-Video an. Ich bin gleich wieder da. Ja, ich habe mir gerade ein paar Videos angeschaut und festgestellt, dass ein Heißluftföhn nicht so verkehrt wäre. Aber ich habe keinen Heißluftföhn. Schade. Ja. Ansonsten, so ungefähr wie ich gedacht habe, also, ich habe alles schon gesagt, ne? Scheiben sauber machen, von außen Seifenlauge drauf, das Ding drauf machen, irgendwie zuschneiden, dann runterreißen, dann innen Seifenlauge drauf machen, das Folie abmachen, draufhauen und mit dem Rakel ein bisschen verrakeln. Ja, das ist so das Prinzip. Nun bin ich sehr gespannt, wie das bei diesem Wind, ich hoffe es gewittert nicht, weil wenn ich aber das draußen erkennt, ja, es windet halt etwas. Aber das ist ja das Schöne, wenn ich das jetzt hinkriege und die Folie ist dran und man kann nicht reingucken, drauf geschissen, ob da ein paar Einschlüsse drin sind oder sonst was, dann kann das jeder. Und das kostet halt gerade mal fürs ganze Auto hier 11,50 Euro, das sind Dacia Logan und ja, genau. Und dann werde ich jetzt einfach mal loslegen. Oder ich suche mir vielleicht einen Platz, der ein bisschen ruhiger ist, weil das ja sehr stark befahren. Und ja, glaube ich, fahre einfach mal um die Ecke. So, ich mache das jetzt alles exemplarisch an einer Scheibe, die ich halt jetzt hier hinten habe. Das mache ich dann im Endeffekt an allen Scheiben. Und los geht's mit die Scheibe reinigen. Ich habe dazu mir hier Glasreiniger von Lidl geholt, nur den besten Stuff für das Auto. Und ja, dazu nehme ich Küchenrolle, sprühe das einfach ein und ihr werdet alles sehen. Ich werde das in Realtime laufen lassen, werde natürlich bei diesen Prozessen einfach dann spulen, dass ihr das seht. Und wenn es zu lange dauert, dann werde ich halt das auch mal dann rausschneiden. Aber ich werde auf jeden Fall wissen, wie das am Ende insgesamt gedauert hat, weil ich ja das Originalvideo habe. Ich hoffe, mein Handy-Akku hat so viel. Und wichtig ist, dass es halt sauber ist und dann wieder trocken. Oh, oh, ich habe gerade einen Tropfen abbekommen. Naja, da muss ich eben schneller sein als der Regen. Ab geht's.
mir dann noch einen Schwamm im Auto, also einen Autoschwamm, und vielleicht kriege ich da die Fusseln weg, weil das ist ganz schön verfusselt durch die Küchenrolle. Den Schwamm gekauft bei Teddy 5 Euro. Da sieht so die Applikationsflüssigkeit, das ist im Endeffekt Wasser und ein Tropfen Spüli. Genau. Genau. Und ich glaube, ätherisches Öl ist auch drin. Weil das war vorher drin. Ja, mal sehen. Gut, schauen wir mal. Bei den Folien muss man immer drauf schauen, dass die Nummer, da ist so eine Nummer eingraviert, das ist für den TÜV, dass die sichtbar ist. Und gerade beim Zuschneiden und so weiter muss man halt immer schauen. Mal gucken, ob das auf der billigen Folie überhaupt drauf ist. Aber ich vermute schon, weil da ist nämlich so ein Blättel mit dabei. So ein Blättel, was man immer mitführen muss fürs Kraftfahrtbundesamt. Hier unten steht sie dann drauf. Jetzt ist die Frage, also sieht man mich, jetzt ist die Frage, was ist innen, was ist außen. Aber da gibt es einen Trick und den habe ich bei YouTube gesehen, richtig geil. Man nimmt Klebeband und klebt von beiden Seiten, was auf die Folie, von beiden Seiten auf die Folie was drauf und zieht das dann auseinander. Dann soll man dann erkennen und vor allem kann das halt gut ablösen, was ist. So, das schauen wir uns mal an, ob das funktioniert. Also nicht so gut. So, gucken wir mal. Ja, doch funktioniert. Zwei Tesafilm und dann sieht man, was Folie ist und was nicht Folie ist. So, und jetzt muss man das erstmal draußen zum Zuschneiden so dran machen, dass die Nummer so ist, als würde sie von innen nach außen schauen. Das heißt, also in Lesrichtung so, A, B, C, D, E, F, G, draußen dran und von innen kommt die dann dran, weil so ist die Folie jetzt und innen ist die Äußerfolie dann die innere Folie. Eigentlich gar nicht so kompliziert. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo die Nummer war. Hier unten. Genau. Jetzt halten wir die einfach mal hier so dran. Die Nummer muss halt sichtbar sein. Und schneiden. Die Folie. Zu. So, jetzt haben wir die Folie grob zugeschnitten. Genau. Und jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir jetzt hier was drauf sprühen oder nicht. Ich tue einfach mal nichts drauf sprühen. Und habe hier so einen Filzragel, den verlinke ich euch unten. Den habe ich. Es wurden zwar solche Dinger mitgeliefert, aber die erscheinen mir irgendwie so spitz und kantig. Keine Ahnung, vielleicht nehme ich die trotzdem, aber so ein Filzragel, wenn es damit geht, wäre erstmal das Beste. Und den habe ich damals für die Fliesen bei mir zu Hause, da hatte ich so einen Aufkleber, den ich damit gemacht habe und wunderbar. Und dann fängt man immer an, von der Mitte in die beiden Außenseiten und dann alles andere. So. Und da guckt man sozusagen erstmal, ob die Folie passt. Man sieht hier kommen auf jeden Fall solche Schlieren rein, also solche Kanten wahrscheinlich,
weil ich kann es jetzt nicht ausbügeln, weil ich kann nicht ausbügeln mit Heißluft, das geht nicht, weil ich es einfach nicht habe. Und ist halt so. Muss man mit leben. Auf jeden Fall ist es so halbwegs drauf. Und jetzt schneidet man die mit einem Cuttermesser, mit einem billigen, was dazu geliefert wurde. Die erste mache ich immer ab, wenn man so ein Cuttermesser neu nimmt. Mache ich schnell ab und dann schneidet man quasi, da ist ja so eine, hier sieht man das ja noch, so eine schwarze Umrandung. Und da schneidet man so 5 mm über die schwarze Umrandung, die man dann innen rein macht. Also nicht direkt am schwarzen Rand, sondern ein bisschen drunter, damit die auch wirklich dann gut passt. So, und die schneidet man dann, warte mal, ich will mal hier noch ein bisschen. Und die schneidet man dann nicht so spitz, also das ist alles YouTube-Wissen, ich habe keine Ahnung. Die schneidet man nicht spitz runter, sondern legt das so flach an und läuft dann so lang an der Scheibe. Naja, dann probieren wir das einfach mal. So, okay, habe ich jetzt ausgeschnitten und jetzt sprühen wir die Innenscheibe ein, die ja auch sauber ist, kleben die dran, indem wir vorher erstmal die Folie abmachen. Ha, ist natürlich jetzt witzig, weil jetzt habe ich meine schöne Vorrichtung. Ach so. Die ist noch hier oben dran. Okay, so, dann mache ich das selber nochmal, indem ich halt die Folie, oder vielleicht kann man das ja schon, nee, ich mache das einfach nochmal, diesen super Trick von YouTube, indem ich ein Klebeband einmal außen, einmal innen aufklebe und das dann auseinanderreiße. So, einmal außen. Und einmal innen. Genau, funktioniert einwandfrei. So, erstmal muss ich natürlich in die Scheibe wieder ansprühen. Muss ich gucken, dass das richtig ist. Ist die Nummer noch drauf? Ich glaube, ich habe die Nummer abgeschnitten. Ich habe die Nummer abgeschnitten. Ja, dann hat der TÜV-Mann dann halt ein Problem. Dann müsste ich dann die Scheibe halt nochmal betüffen. Aber beim nächsten achte ich drauf. Also lasst auf jeden Fall die Nummer drauf. Das ist jetzt nur auf der Scheibe nicht drauf. Und ich sag's auch noch vorher. Ich sag's auch noch vorher. Ne. So. Wie rum war das jetzt eigentlich? Muss ich gerade nochmal gucken. So. Jetzt habe ich vergessen, wie rum. Wir können einfach noch mal gucken. Erstmal kann ich ja.
Okay. So war das. Genau. So. Okay. Naja. Achso. Muss ich erst dann die Folie abmachen? Filzragel und wieder von am Anfang, von der Mitte nach außen, habe ich gehört. Man ragelt immer und dann kommen immer wieder neue Striche rein. Also so schnell ist das mal nicht getan. Aber eigentlich ist es recht einfach. Also es ist halt immer die Frage, wie man, was für eine Qualität man am Ende haben möchte. Also wenn man hier ewig ragelt, also oben ist jetzt keine Blasen mehr drin. Ja, und an den Seiten.
So, ich lasse das jetzt mal. Okay. Ja, da ist noch einiges zu sehen. Also, ich... Ach so, man kann das ja... Ah, okay. Das ist ja schön, jetzt sieht man das dann. Also ich probiere jetzt mal abzumachen und nur ein bisschen anders zu verlegen. Mal sehen. Ich mache das mal nicht im Internet gezeigt wurde, sondern wie ich das bei meinen Folien zu Hause gemacht habe, dass ich nämlich einfach die Folien nach und nach dran rakle. Also nicht einfach auflegen und dann von der Mitte aus machen, sondern halt Stück für Stück diagonal runter. Mal sehen, ob das besser geht. Okay, ich erkläre mein Werk für beendet. Ja, also ich denke mal, wir hätten schon vor 10 Minuten aufhören können, weil es sind immer dieselben, die ewig immer hochkommen. Und ich habe jetzt nicht so die Geduld. Und wie gesagt, für mich ist die Optik jetzt nicht so, ja, hat sogar seinen Vorteil, wenn es ein bisschen abgeranzt und ein bisschen unfachmännisch aussieht, weil dann denken dann die Leute, die das Auto klauen wollen, boah, der kriegt nicht mal die Folien ans Auto. Ne, das Auto klaue ich nicht. Und vom Schutz her dürfte es sogar noch besser sein, wenn da zwischen Glas und, also vom Sichtschutz, zwischen Glas und Folie ein bisschen Abstand ist, weil das würde das Licht gebrochen durch das Glas und dann kommt noch die Folie. Das sollte dann sozusagen noch sichtschutziger sein. Also Expert-Style halt. Ich komme mit der Kamera noch ein bisschen näher ran, dass ihr das Werk vollenden könnt, das Werk gutachten könnt. Und ja, dann werdet ihr ja sehen, dass das halt nun ja sicherlich Potenzial nach oben hat. Also das ist die. Mal abmachen hier. So, ich bin jetzt aussehen, auf den Aufnahmeknopf gekommen. Also ihr seht, dass diese Einschlüsse hier und hier, das ist wohl das krasseste hier so. Ne? Sieht alles ein bisschen nicht so schön aus. Aber ich gucke mal beim Reingucken.
Nee. Einen großen besseren Effekt ist auch nicht. Man kann so oder so relativ schwer reingucken, so von außen. Aber ja, da innen kommt sowieso noch was dran. Aber zu ersten Dings ist es schön. Vor allem, es geht echt ratzfatz. Also, keine Ahnung, wie lange, vor einer Viertelstunde hat man ein Dings. Das heißt, ich bin in einer Stunde durch mit dem Auto. Und dann sehen wir uns nochmal wieder. Ja, wie angenommen sind die Hinterscheiben, weil aufgrund der Wölbung die schwierigeren Scheiben. Die Seitenscheiben gehen halt einfach viel einfacher, weil du dann halt ja theoretisch halt dann eben kein so ein Ding brauchst. So, die sehen ganz gut aus. Da gibt es auch ein paar Einschlüsse, aber die muss man dann wirklich halt suchen. Hier oben. Wenn man das sieht, sieht man das. Da sieht man das. Also, sobald ein Stück weg ist, ist alles weg. Wie gesagt, also die Seitentüren sind recht einfach zu machen und ja, bloß hinten, das war halt aufgrund der Wölbung ein bisschen schwieriger und das sieht halt wirklich auch nicht so gut aus. Und ich mache jetzt noch die zwei Hintenscheiben und wie gesagt, hinten, die sehen halt, sieht man wirklich ja, aus, wie man das eigentlich so erwartet hat. Das ist halt nicht so pralle. Da sieht man richtig schön so die großen Schlatz. Aber die sind halt, wie gesagt, aufgrund der Wölbung nicht ganz so einfach. Und aber ich habe keinen Heizlüftföhn und alles gut. Ich kenne ja YouTube zu Genüge, um eins am Ende doch nochmal explizit zu posten. Ich bin ein Mensch, der keinen großen Wert hat, ob das Auto schön ist oder ob das Auto also keine Kratzer hat oder sonst irgendwelche Dinge, sondern das Auto ist für mich was Praktisches und natürlich möchte ich halt, dass es so schön wie möglich aussieht, aber ich darf dadurch jetzt nicht irgendwie in Stress kommen oder das muss irgendwie immer noch in Relation sehen. Und dieses Bekleben mit Folie ist halt ein Zweck, damit man eben nicht so gut reinschauen kann. Und ja, und den Zweck erfüllt es. Und schön, ja, das wäre echt total viel Arbeit gewesen. Ich hätte eine Heißluftpistole besorgen müssen. Ich hätte eine etwas windärmere Gegend oder windärmeren Tag suchen sollen. Ich hätte eine bessere Folie holen müssen und so weiter und mich noch besser informieren. Und das war mir alles zu viel. Und deswegen ist es für mich persönlich vollkommen ausreichend, so wie es jetzt ist. Und ich finde es schön und verstehe aber auch das andere. Also ich kann es nachvollziehen, dass wenn man so sein Auto so picobello, wo man auch keine Krümel im Auto haben darf und so weiter, dass man da sich vielleicht da jetzt ein bisschen dann ärgern wird an meiner Stelle. Aber wie gesagt, das ist mein Video, es ist mein Auto. Ich bin froh, dass ich überhaupt eins habe. Hoffe, dass es noch ein bisschen fährt. Und ja, deswegen das nur noch am Ende. Und ja, könnt ihr mal schreiben, wie ihr euer Auto seht, wenn ihr ein Auto habt. Ist das für euch wirklich so hoch und heilig und es ist ganz wichtig, dass alles sauber ist? Und oder ist es egal, wenn zum Beispiel jetzt solche Einschlüsse drin sind oder ein paar Kratzer dran sind oder eine Delle oder so weiter? Ne? Eine Delle würde ich reparieren, wenn der Lack ab wäre und Rost dran kommen würde, weil dann ist es ein Problem. Aber nur weil es eine Delle ist, das interessiert mich überhaupt nicht. Von daher, ja, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Guten Morgen!